Hallöchen zusammen. Hallo Leute. So, auch bei dem Regenwetter sind wir natürlich am Start. Die Drachen, die passen ganz gut in den Eingang und passt auch zu dem heutigen Thema. Wir wollen nämlich die Drachen machen. Den Drachen. Erstmal auf Gamma. In dem Sinne, geht los. So. Ist Glück, dass man den noch machen kann. Ja, wir haben beim letzten Mal die Artefakte geholt, die List und Immun. Und somit können wir dann auch den Drachen machen. Wir dachten ja, können den Drachen nicht machen, aber die Karte hat ja ein Update. Wir waren auf Suche und haben dann Höhle gefunden, die echt versteckt war. Und haben dann die fehlenden Artefakte. Und jetzt wollen wir versuchen, nur mit den Reittieren und natürlich schießen, den Drachen Platz zu machen auf Gamma. Normalerweise sollte die Mini dabei sein, aber die Mini ist heute verhindert. Die schafft das nicht. Deswegen müssen Topper und ich uns mehr ins Zeug legen, dann schaffen wir das schon. Noch mal allein durchschlagen. Zu Genau. zweit. Kriegen wir ja wohl hoffentlich hin. Wäre die Mini dabei, hätte ich das sofort. Ja, du weißt, ich sage auch immer, Real geht immer vor. Und wenn man halt, ne, Real zu tun hat, keine Zeit hat, dann klappt Ja, das nicht. natürlich, ist ja kein Problem. Ist halt schade, ich mach zu. Jo, danke. Aber kann man jetzt nichts machen, ist halt so, wie es ist. Ja. Ich bin auch mal gespannt, ob man denn dann so jetzt agiert. Also ich habe das noch nie gemacht beim Drachen, nur mit dem Reittier. Also wenn wir Pech haben, verlieren wir das Reittier. Ich hab's auch mal nicht gemacht. Aber ich denke auch Gamma, wenn wir beide drauf schießen, und wir können uns die Arena angucken. Der hat ja gesagt, dass er eigene Arenen macht. Mal gucken, wie die Arena aussieht. Ja, die vom Affe hat ja schon anders da ausgesehen, wie das lange Ding. Ja. War eigentlich gut gemacht, so. Dass, wenn ankommst, echt mal ein bisschen Zeit, wo ich nicht da auch gegriffen hast. Ja, jetzt mal dann gucken, ob das beim Drachen genauso ist, dass wir dann einen Weg haben oder sowas. Oder wir, wie sonst auch, direkt in der Arena sind. Und die Frage ist, wie viel Lava ist da? Ist Nicht. überhaupt Lava da? Ja, weil das Doofe beim Drachen ist ja auch, dass du einige Tiere verlierst, nicht durch den Drachen, sondern durch die Lava, weil sie irgendwo hängen bleiben und dann in der Lava stehen. Ja, aber das kann beim ersten Kampf eigentlich nicht passieren. Nee, weil wir drauf sitzen. Ja, außer wir gehen mit drauf. Ja, wir sollten nur sehen, dass wir nicht zusammenstehen. Ja, das ist klar. Dass der zwei Ziele hat. Ich habe nichts dagegen, wenn der auf dich zielt und ich schieße Ah ja. kann. Wie viel Leben hatten Belinda? Belinda habe ich nicht dabei jetzt. Ach nee, das dein. Belinda ist leider. Leider verhindert. Ja. Selber krank. Ja, ist vielleicht auch besser nicht, dass du Belinda verlierst, ne? Ja, Blue Velvet ist der Ersatz. Ja, weil Drachen ist immer das stärkste Vieh, ne? Ja. Ah, die Frau Doktor hätte schon ein paar Wunderspritze dabei gehabt. Zur Not schmetter ich ihm Thors Hammer entgegen. Dem Mjölnir. Ja, dann haben wir ja auch noch. Mir fällt gerade was auf. Was denn? Schnell ein paar BR mitnehmen. Ach so. Damit. Das ist ein Raptor Jo. rechts. Nee, oh, nee, Das ist Wink, nee. Maving. Der ist so, ja, ich habe den nur gesehen im Gebüsch. Und den guckt, der fuselt was. Ja. Was steht denn da oben? Was ist denn das? Das sieht aus wie dein Leuchtvieh. Das ist immer nicht mal leicht. Doch, natürlich.
oder nicht? Stamm von Gandalf. Wirklich? Ja. Ach, herrje. Du musst hier weg. Wir porten nicht mit. Ja, wenn ich mitgehe, kann ich nichts machen damit. Da hat er sich hier wahrscheinlich hochgeladen, hat das Vieh liegen lassen. Ja, da hat es auf der Schulter wahrscheinlich gehabt. Ja, dann bist du unser Offline-Schäden verhindert. Ja, sterben kann er ja nicht. So. Herrje. Ja, ich dachte, weil du ja auch diese Maske drauf hattest. Ja, aber ne? Der steht doch bei dir in der Basis. Ja. So, ich rüste schon mal mein Kanönchen aus. Ein Drache brauche ich doch kein Leuchtvieh. Nö, normal nicht. So. Was fehlt denn für ein Drachen? Was habe ich denn vergessen? Du hast was vergessen. Ach, ich muss den Gem herstellen. Oh. Wollte doch sagen. Ich muss ja den Gem herstellen und dann können wir erst den Drachen machen. Ach so, dann zeige ich nochmal was wir für ein Gem gebraucht haben, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Einmal Artefakt der List, Artefakt der Stärke, Artefakt des Himmelsherren, Artefakt des Immun. Dann noch 20 Energiekristalle und 25 Mithril Alloy. So, bist du startklar? Ich bin startklar. Gut, dann geht los. So, stehen wir auch im Ring? Jawohl. Gespannt. Ja. Ich bin auch gespannt, ob der Kleine mitgeportet wird. Rot sieht's mal auch. Immer da so Ruine, ne? Nix. Jo. Ja, wir sind ja gleich dort. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Ja. Warten wir mal ab, wenn wir dort sind, dann wollen wir wahrscheinlich gleich weg. Weißer Bildschirm. Okay. Also ich stand im Kreis, also ich komme mit. Ja, ich sehe dich hier. Du bist bloß nicht ganz so. Jetzt bin ich da. Ich sehe den... Ah, da oben ist er. Okay. Ich gehe mal zur anderen Seite hin. Ach, der Kleine ist echt mit, ne? Ja. Oh, hier ist aber viel Lava, ne? Ja. Ach, herrje. Egal, komm. Wo ist der Drache? Da. Rauf da! Du hast das Minigun-Ding dabei, ja. Okay. Ach herrje, ich hab vergessen, was auf der Schulter zu tun. Ja, aber ich auch nix. Natürlich doof. Ich aktiviere mal die Schulterkanone mit. Kann ich im Moment gerade nicht, ich hab hier Terranut und Geschwader. Ich gehe mal auf die andere Seite zum Gucken. Oh, hier ist eine ganz schmale Brücke, ne? Zwei schmale Brücken. Na, Hut ab, ey. Oh, der Drache ist bei mir, Alter. Ach, der ist bei dir. Ja. Bin unterwegs. Okay, mit Schlage wird nicht viel werden. Schon am draufhalten. Ja, ich spalle, ich rein im Kreis und so gut ich kann und lade dann nach, indem ich rein, ne? Aber das wird ein Spaß hier mit den Rexen oder so, ne? Ja, das wird schon was. Man kann ja auch noch gut schießen. Ja.
Der ist ja schon halber kaputt jetzt. Sehr gut. Dann startet der einmal wieder. Okay. Oh. Ich bin unter die Kackfalle, ich bin weg. Nee. Doch. Ich bin unter die Kackfalle, ich bin tot. Ich bin unter die Kadekfalle von der Arena. Oh nee, ich dachte, da stand doch irgendwas, die Arena ist freigegeben, ist gefixt und alles mögliche. Ich bin eben unabbrache, bin ich rumgerannt, bin in so einer Mulderei und bin dort und jetzt ist alles weg. Ach je. Hab nichts mehr an, bin in der Base. Dann hoffe ich, du kriegst das an einem Stein wieder. Ich meine, das Tier wird weg sein, definitiv. Nein, hab nichts mehr. Gar nichts mehr. Nein, gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Das ist schlecht. Das Tier ist weg und ich habe leider die Rechse dabei gehabt, diesen Abend. Oh. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich durch die Katze fall jetzt. Ja, ja, ist ja logisch. Machen fertig. Ich versuch's. Es ist keine Rezepte mehr für Waffe. Wo ist denn der Drache? Hallo Drache? Da. Das Doofe ist nur, ich bin das einzige Ziel jetzt. Ja, klar. Kannst du drin, sondern ich hab den Weg nicht. Nicht stehen bleiben. Also man darf nicht so rumreiten, weil irgendwo ist ein Loch gewesen. Ich bin da richtig dann, wenn ich die Treppe runterreite, ist er nur weit weg. Ja, und wenn ich das... Ich kann nämlich stoppen so schnell. Das ist natürlich Banane. Ja, das finde ich noch normal. Ich hab die Falle sehen und dann war ich immer der Kack und dann bin ich halt in bodenlose Falle. Also. Da kommt sich gar nichts mehr los. Lass mich! Sonst drückst du mich auch unter die Karte. Geh weg! Nein, da hab ich nicht gedrückt, ich bin rumgeritten. Und wie wenn ich dann in der Höhle reite? Aber ich bin da immer drum, ich reite nach Höhle, was? Hab gestoppt, ist aber bin ich schon gefallen. Ach so. Ja, der hat mich nicht gedrückt, der ist ja schon gestartet, der war ja schon oben. Ja, dann ist irgendwo eine Fallgrube hier drin. Ja gut, aber das konnte ich jetzt nicht ahnen, dass da eine Fallgrube ist, irgendwie da zum Runterreite. Ja, aber ich sag, das ist ganz schön Banani. Gut, was will ich jetzt machen? Ich bin jetzt gerade wieder versuchen, dass ich Klamotte kriege. Ich habe ja nichts mehr. Ja, sieht schon aus, wie ich das nicht voll ist. Ich bin wieder alleine. Also rumreite wäre ich nicht mehr. Aber es kann halt da passieren, dass wenn dann die Rechte drin ist, wenn das wirklich so ist, dass ich nochmal runter. Ja, also wenn das nochmal passiert, dann lassen wir den Drachen mal so. So, jetzt muss ich das durchhalten. Ja, ich werde dann auch nicht so weit weg, wie es sei. Trotzdem, zur Sicherheit. Man muss jetzt so weit aus meiner Studie ewig gestanden haben, wirst. Wo ist denn der Drache da? Oh je. Ja, das Auseinanderstehen, denke ich, das macht schon Sinn, ne? Ja, aber so weit nicht. Ich war ja ziemlich weit weg.
Und dann wollte ich dann mal diese, obwohl der mir nicht so viel Schade jetzt gemacht hat, aber ich wollte halt rumreiten, weil er mich rumreitet, habe ich immer nachgeladen, dann stehen geblieben, geschossen, und dann wieder rumgeredet, weil ich wollte halt nicht nur stehen bleiben. Und er wollte wirklich viel, wenn ich nicht in die U-Bahn runterreiten, war ich weg. Ich habe gedacht, es wäre bloß ein Loch, und ich wieder ausreiche. Und dann war ich unter der Kack. Also bis ich realisiert habe, dass die Stunde mehr, dass es ein Fehler ist, konnte ich nicht dran. Tja. Also definitiv nehme ich beim nächsten Mal ein Schultervieh mit, was dann kämpft oder so. Ja, wegen den Terranodons, meine ich. Ja. Oh, der Drache hört sich ziemlich nah an. Ja gut, aber da war ja schon halber kaputt, wo ich... Ja, aber jetzt muss ich jedes Mal auf eine Chance warten, dass ich auch schießen kann. Das stimmt, aber so kann ich da jetzt wirklich nicht helfen. Ich versuche die Zeit zu nutzen. Sache dreht weg. Ja. Aber das dauert halt noch zu tun, weil uns ja alles weg. So, ich hoffe, du bleibst da wieder am Felsen hängen. Dann kann ich gleich schießen. Denn es hat nur noch 15 Minuten. Ja, jetzt weiß ich mal, wie es mir gegangen ist, wieder 15 Minuten. Ach herrje, der ist immer noch hinter mir. Ich brenne! Wenigstens sehe die Zuschauer alle dran. Ja. Aber du durchgefallen wärst, dann würde es sich ja nicht sehen. Ich brenne schon wieder. Starte doch mal wieder. Oder bleib irgendwo hängen oder so. So. Wichtigste Waffe mache ich mal, ich muss die wichtigste Waffe schaffen. Er ist wieder gestartet. Je. 12 Minuten noch, das wird eine enge Kiste. Ich kann es nicht ändern. Aber die Schulterkanone, die schießt immer fleißig. Das ist gut. Oh, mit der Thüler oder so wäre ich viel schneller, ne? Ja, aber das wurde nicht gefroppelt. Ich brenne schon wieder.
starte doch wieder. Sonst warten wir mal, dass wir landet. Dass er landet, jetzt warte ich, dass er startet. Da, er startet. Schön. Und er landet direkt wieder. Danke. Hey je. Eigentlich finde ich ja gut, dass er so oft landet, aber nicht, wenn du das einzigste Ziel bist. Ja, da ist anscheinend ein Fehler an der Richtung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich durch. Ja, die Karte ist ja noch nicht fertig, ne? Wir probieren sie auf jeden Fall nochmal. Machen wir jetzt nur dann die nötigste Waffe, also ja. Dass ich wenigstens 3-4 Wasser habe oder so. Das war's wohl nicht mehr. Na, treffe ich den nicht. Da kannst du stehen bleiben, dann werden wir vielleicht irgendwann Freunde. Keine Munition mehr, danke. Ja, da jetzt alle drauf schießen muss. Ja, ich hatte 1500 Schuss mit für die Minigun. Ich will was anderes mitschießen. Ja. Gleich hin das Ding. Das ist schön zu hören. Ja, wenn die Mini jetzt noch da mit verhindert, dann hätte ich noch eine Chance gehabt. Ja. Und dann wurde einfach gewählt. Einfacher. Ja, aber normal war es ja so geplant. Wenn wir alleine sind, dass wir weit auseinander gehen, dann wechselt er immer die Ziele beim Landen und sowas. Dann kann einer immer von Weitem drauf schießen, aber. Ja, es hat ja auch gut geklappt, wenn ich nicht da durchgefallen wäre. Ich habe leider kein Aufnahmeprogramm, sonst hätte ich genau gesehen, es ist so, wie wenn ich in die U-Bahn runtergeritten wäre und dann drüber war ich weg. Und ich habe gedacht, es ist nur so ein Loch im Boden, ich komme wieder raus, weißt? So eine Mulde halt, so eine kleine. Und auf einmal war ich weg. Tja. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es hin. Erledigt. Gut. Ich kann nicht ausräumen, der fliegt ja irgendwo hin. Ja. Der ist außerhalb der Karte hingeflogen. Da stimmt irgendwas vielleicht noch nicht. Ja, da passt. Irgendwas nicht. Wir können es ja gerne noch mal probieren und wenn dann aber noch mal sowas in der Art passiert, denke ich, dass vielleicht irgendwas noch nicht stimmt. Dann nimmt er mehr Munition mit. Ja, die restliche Munition, die hat gehalten, das war nur vom Dings her, von der Minigun her. So, komm zurück. Ja, ja, ich habe keine Trophäe jetzt. Okay. Ja gut, dann muss man es halt noch einmal versuchen, auf normaler Stufe, wie jetzt eben. Ach, das, wir machen erstmal Beta und Alpha dann. Okay. Ja, ich muss dann erst gucken wegen dem Reittier wieder. Ja. Kriegen wir garantiert hin.
Mein Leuchteauge sind halt leider jetzt weg, aber das macht jetzt nichts. Müsst du noch so Vampiraugen haben? Ja, nee, das Risiko ist jetzt zu groß für das einmal. Ich nehme jetzt Munition. Gott sei Dank habe ich Munition genug gemacht. Ich dachte, wir sterben und nicht wir backen weg. Ja, ich habe das gar nicht gedacht. Die Arena so finde ich cool, aber dieser Lava-Plus in der Mitte, der ist ein bisschen heftig. Also da werden uns Rexe und sowas werden uns da verdunsten. Also wie ich geplant hatte, dass wir jeder nur 2-3 Rexe mitnehmen, weiß ich nicht, ob das klappt werden. Wenn wir merken. Bei Beta. Wir probieren es. Ich muss es eher erst mal wieder Rexe mitnehmen, weil meine sind ja durchgerutscht. Das kleine Vieh hat es natürlich überstanden, mal klar. Ich guck mal nach, aber ja, die Fahne habe ich. Also 6 Rexe habe ich noch, gut. 6 sind verloren gewesen, 6 Rexe, weil die nicht durchgefallen sind. Die lasse ich diesmal, gut, das muss ich mal, ich nehme mal nur die mit, wo man braucht. Ja, nur, du kannst ja mehr mitnehmen, dann gebe ich dir die Kryokammer frei, dann kannst du ja reintun so lange. Ich habe nur noch 6 Rexe. Ja, wir nehmen ja beim ersten Mal jeder 3 mit, bei Beta, und bei Dings machen wir 5. Und was dir fehlt, ich habe ja auch noch Rexe. Ja, ich sage ja, weil ich habe von der Tech-Rexe habe ich schon nur die Hälfte gemacht, weil man da ja Teile wollte. Und 6 sind halt jetzt durch die Bahn durchgefallen. So ein Schmodder. Da habe ich leider Eichste gehabt, weil, naja, ich schätze Obolus ist so leicht. Ja, ist passiert, was will ich machen? Wie gesagt, dafür ist die Karte halt noch nicht fertig, ne? Ja, irgendwas. Auto auf jeden Fall nicht gestimmt. Ich bin gleich fertig und dann komm ich. Ja, immer mit der Ruhe. So. Hier stelle ich da unten wieder hin. Hat er den Bahnleben verloren? Nö, nur ganz, ganz, ganz minimal. Also das passt. So. Das kommt aber auch wahrscheinlich durch den guten Sattel. So Leute, ich stelle mal das Fähnchen auf. Von der Drachen. Ihr habt ja gesehen, mitgekriegt vom Dings. Ein Trophäe habe ich leider nicht, weil der Drache ja weggeflogen ist. Okay Leute. Wir stellen uns neu auf und dann würde ich sagen, von hier aus erstmal Topper rüstet sich wieder aus und ja, dann nehmen wir der Beta meinen Angriff. Alpha wird noch folgen und in dem Sinne würde ich sagen erstmal Tüdelü und Tschü. Tschüss Leute.